Das ist mir ziemlich egal. Gizmo Wissen, erklärst, kannst du mal den Unterschied zwischen der AfD und der NPD erklären? Sehr einfach. Wer heute noch Adolf Hitler für einen großen Staatsmann hält, und das tun die NPD-Leute, der hat nichts begriffen. Nichts davon ist in der AfD programmatisch oder ist in irgendeiner Weise, wird von uns vertreten. Was ist der Unterschied zwischen der AfD und der FDP? Das ist schon schwieriger. Wir vertreten auch bestimmte liberale Positionen. Vieles, was die FDP auch an rechtsstaatlichen Vorstellungen hat, wird von uns auch vertreten. Mir ist die FDP nur zu opportunistisch. Also vieles von dem, was richtig ist, auch Herr Lindner kritisiert die Flüchtlingspolitik. Aber wenn ich dann in den Koalitionsvertrag gucke in Nordrhein-Westfalen, wenn er dann mit der CDU irgendwo eine Regierung bilden kann, dann macht er das so weiter, wie er es gerade nicht gesagt hat. Und das stört mich an der FDP. Rudi, wir wissen, was ist für dich heutzutage ein Nazi? Also heutzutage. Ein Nazi? Ja. Eigentlich dasselbe. Ein Mann, der die Nation oder Frau oder wer auch immer, der die nationalsozialistische Weltanschauung, so es denn überhaupt eine ist, der diesen Schwachsinn für richtig hält und der noch heute an Adolf Hitler irgendetwas Positives sehen will. Das hat sich für mich völlig historisch erledigt. Das eigentlich, ich sage ja, kann ja nur jemand von der NPD sein. Ich kenne sonst keine Nazis, bin auch mit keinen in Berührung gekommen. Es gibt ja auch Menschen, die Hitler schlimm fanden und das ganze Nazi-Regime, aber trotzdem das Gedankengut der Nazis weiterführen. Das ist wieder eine falsche Phrase, Entschuldigung. Man kann nicht Hitler schlimm finden und das Gedankengut weiterführen. Der Nationalsozialismus war eine in sich unsinnige, menschenfeindliche, rassistische Weltanschauung. Man kann nicht, um mal ein ganz anderes Beispiel zu nennen, man kann nicht 1933, indem man bei den Gesetzen zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums plötzlich jüdischen Offizieren, die das Eiserne Kreuz im Ersten Weltkrieg hatten oder sogar noch höhere Auszeichnungen, die kann man plötzlich sozusagen aus der Volksgemeinschaft ausschließen. Die wussten gar nicht, dass sie Juden sind. Das ist der Versuch einer künstlichen Teilung, die fast, würde ich sagen, antideutsch ist. Der Nationalsozialismus ist etwas zutiefst antideutsches. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. Money, money, I want more money. I don't even know why.